Die Liga geht in die absolut entscheidende Phase, vor allem in der unteren Tabellenhälfte. 3 Spieltage vor Schluss scheint nur eine Vorentscheidung über die beiden direkten Absteiger gefallen zu sein. Friedenbeck und Schutterwald müssen wohl in die zweite Liga zurück. Welcher Club aber muss in die Relegation, im Augenblick auf dem drittletzten Platz? Bayer Dormagen. Ein Sieg heute über Rheinhausen würde die Mannschaft wieder hoffen lassen, gleichzeitig den OSC aber selbst ins Dilemma stürzen. Obwohl es um alles oder nichts ging, beide Teams zunächst verhalten. Rheinhausen in Gelb-Blau mit mehr Glück. Nils Lehmann trifft zum 0:2. Aber Dormagen ließ sich nicht abschütteln. Mirko Bernau, der Schütze, zum 4:4 Ausgleich. Danach durften sich die Gastgeber bei Torwart Henning Wiechers bedanken. Er hielt heute fast alles. Ein ums andere Mal ein sicherer Rückhalt. Andreas Thiel auf der Bank, sichtlich beeindruckt. Nach diesem Angriff ging Dormagen sogar mit 8:6 in Führung. Erneut Bernau der Schütze, aber Rheinhausen blieb dran. Und aus dem Rückstand wurde wieder ein 3-Tore-Vorsprung. 9:12 der Pausenstand. Im Abstiegskampf ist bekanntlich alles möglich und so wurde Mitte der zweiten Halbzeit aus einem 3-Tore-Vorsprung wieder ein Rückstand. Uli Derath mit dem 19:18 für Dormagen. Es blieb spannend, eine Minute vor Schluss, Andersson per 7 Meter zum 21:21. Und dabei blieb es auch. Geholfen hat das keiner Mannschaft. Aber Abstiegskampf ist, wenn man trotzdem Humor beweist. Die Ergebnisse von heute Abend auf einen Blick. Da haben wir also ein Nachholspiel vom 27. Spieltag. Friedenberg-Großwaldstadt 29:28. Und dann der 28. Aus der Handball-Bundesliga das Spiel der Woche. Bayer Dormagen gegen den OSC Rheinhausen. Nach der Titelentscheidung jetzt also die Abstiegsfrage. Recht herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Rette sich wer kann, heißt die Devise der Kellerkinder der Liga. Und insgesamt 6 Mannschaften müssen noch um den Klassenverbleib zittern. Bayer Dormagen und Rheinhausen sind dabei. Wer heute hier verliert, ja, der steht vielleicht schon mit einem halben Bein in der zweiten Liga. Beide Mannschaften, beide Vereine kennen sich sehr gut. Es ist ein Derby. Die Städte liegen nur rund 50 Kilometer voneinander entfernt. Und da klappt bisweilen der Personalaustausch auch schon ganz gut. Hans-Joachim Gossow, der Bayer-Trainer, hat 1986 den OSC Rheinhausen ins Oberhaus geführt. Und heute könnte er dazu beitragen, dass sich Rheinhausen wieder in Richtung zweite Liga. Mit Henning Wiechers, dem Überragenden hier heute in der Halle, möchte ich sagen, während des Spiels und einem der Größten, nämlich Nils Lehmann. Gefeiert haben jetzt nur die Rheinhausener Fans. Kann man denn schon gratulieren, jetzt 23 Pünktchen? Ja, es sind jetzt noch 2 ausstehende Spiele. Wir haben 3 Punkte Vorsprung vor Dormagen oder vor dem drittletzten. Das sollte uns eigentlich reichen. Wir haben jetzt noch ein Heimspiel, wo wir nochmal alles reinlegen können, wo wir auch nochmal punkten können. Und ich denke nicht, dass Dormagen jetzt nochmal 4 Punkte holt. Und von daher müssten wir eigentlich im sicheren Bereich sein. Aber in der Saison weiß man ja nie, kann man nie sagen. Ja, ihr habt auch natürlich das bessere Torverhältnis. 20 gegenüber Dormagen, auch das gibt vielleicht zum Schluss dann den Ausschlag. Aber ihr hättet euch fast noch abnehmen lassen. Ihr habt mit 17:14 geführt. Wie kam denn der Punkt zustande im Spiel? Ja, wir haben in der Phase Mitte zweiter Halbzeit haben wir mit 3 Toren geführt und haben dann einfach unkonzentriert teilweise abgeschlossen. Da waren ein paar Situationen, wo man vielleicht auch hätte Freiwurf pfeifen können. Aber wir haben ja auswärts gespielt, das ist so auswärts und die Dormagener haben einfach besser gefightet zum Schluss. Von daher mussten wir zum Schluss noch zufrieden sein mit dem einen Punkt. Ja, den größten trifft am häufigsten, das war jetzt hier aber nur ein Programmheft. Ja, Henning, in dieser Saison, ihr habt jetzt am Ende etwas müde gewirkt in der zweiten Halbzeit. Marco Huth spielt in der Nationalmannschaft, Klimowetz hat jetzt auch Nationalmannschaft gespielt. War das auch so ein Punkt, dass ihr sagt, also die Kräfte, wir merken, sie schwinden? Ja, sicherlich. Das ist am Ende der Saison immer so. Wir haben viele verletzt, wir haben kaum noch Linkshänder, nur noch einen Linkshänder. Das müssen wir irgendwie kompensieren. Und da wird man am Ende der Saison zwangsläufig müde durch die Nationalmannschaft jetzt, auch müde. Während des Lehrgangs hat mich der Henning schon mehrere Male entmutigt, da bin ich schon mit ziemlich Angst hier reingegangen, aber ich habe heute ein bisschen mehr Glück gehabt. Also ihr versteht euch persönlich auch ganz gut? Ja, natürlich. Und dann solche Abstiegsspiele wie heute, Bayer Dormagen gegen den OSC Rheinhausen. Ich denke, Rheinhausen hat sich mit diesem Punkt gerettet. Bayer Dormagen wird weiter. Also Abschlussgrafik 21:21, also der Endstand, ein wirklich äußerst ausgeglichenes Spiel. Das zeigt auch unsere Statistik. Punkte wären wichtiger gewesen jetzt in diesem Spiel gegen den OSC Rheinhausen. War es das schon? War das der Klassenerhalt, Alexander Rümer? Ja, ich denke, ein Punkt war sehr wichtig für uns.
Klassenerhalt. Natürlich haben wir bessere Ausgangspositionen zwei Spieltage vor dem Saisonende als ein paar andere Vereine. Aber wir haben noch zwei Spiele und das heißt, wir haben noch nicht aufgegeben und wir müssen in letzten zwei Spiele, wir versuchen noch punkten. Man hat heute auch gesehen, natürlich der OSC Rheinhausen, da lagen auch die Nerven etwas blank. Sie haben 17:14 geführt in der zweiten Halbzeit und dann wurde es dann doch eher mit der Brechstange versucht. Es wäre fast nochmal schief gegangen. Solche Spiele wie heute, die haben mehr so finale Charakter und das mehr Kampf als schon ein Spiel. Und ich denke, beide Mannschaften haben um zwei Punkte gekämpft und ein Punkt für jede Mannschaft ist logische Entscheidung am Ende. Wir haben erste Halbzeit mit drei Toren gewonnen, aber ich denke, wenn wir souveräner geworfen, dann können wir mit noch mehr Toreunterschied zum Halbzeitpause gehen. Wir haben 2,7 Meter verworfen, wir haben sehr viele hundertprozentige Chancen nicht ausgenutzt und dann natürlich am Ende Kraft bei uns gefehlt, weil wir haben fast ohne Auswechsel gespielt. Wir haben einfach sehr viele hundertprozentige Chancen nicht ausgenutzt. Dann natürlich automatisch Mannschaft und Spieler werden nervös. War denn der Knackpunkt vielleicht sogar schon in der ersten Halbzeit? Da führte Dormagen mit 8:6 und Alexander Rümanow hat dann der alte Fuchs eine Auszeit genommen und plötzlich stand 10:8 für den OSC Rheinhausen. Diesen Vorsprung haben Sie lange halten können. Was haben Sie Ihrer Mannschaft denn da gesagt, weil es so gut gefruchtet hat? Ich habe einfach gesagt, dass wir sollen nicht so schnell abschließen den Angriff. Wir müssen länger spielen, wir müssen bis hundertprozentige Chance spielen, unsere Chance suchen und dann hat eigentlich sehr gut geklappt. Wir haben in diesem Zeitpunkt gut in Abwehr gestanden, Torwart hat ein paar gute Bälle gehalten und wir haben mit zwei Toren in Führung gegangen. Das ist ganz einfach. So, jetzt wird Sie sicherlich auch interessieren, wie die anderen Mannschaften heute gespielt haben. Es waren ja doch einige Partien. Lemgo Nettelstedt, das haben Sie schon gehört von Carsten Petschicker, 36:30. Jetzt aber Niederwürzbach, Flensburg-Handewitt, 22:23. Friedenbeck gewinnt zu Hause gegen den TV Großwallstadt das Nachholspiel vom 27. Spieltag mit 29:28. Minden unterliegt zu Hause dem alten Meister THW Kiel mit 22:28. Wallau-Massenheim schlägt die SG Hameln ganz knapp mit 27:26. Damit also die Mannschaften, die unten stehen, außer Friedenbeck, haben heute verloren. Und in der Tabelle sehen wir der TBV Lemgo, Meister schon 50:6 Punkte dahinter. Heute war es ja wichtig im Spiel um Platz 2 zwischen Flensburg und Niederwürzbach. Das hat sich wohl die SG Flensburg-Handewitt gesichert. Platz 2 mit 39:17 Punkten. Und der THW Kiel schmeckt jetzt doch nochmal ran an Platz 3. Und könnte eventuell im City Cup teilnehmen. Im Kiel wird ja gesagt, das wäre der Bibi Cup. Mal schauen, ob sie das schaffen. Wallau-Massenheim mit 24:22 auch noch dran. Und unten wird es immer enger. Platz 11 jetzt für Rheinhausen, verbessert mit 23 Punkten. Das sollte wohl der Klassenerhalt gewesen sein. Minden muss noch zittern, heute verloren gegen Kiel. Hameln 20 Punkte, ebenso wie Dormagen. Friedenbeck hat fast aufgeschlossen mit 18 Punkten und hat noch hier aus Dormagen, noch einmal Bayer Dormagen gegen den OSC Rheinhausen. Unentschieden 21:21. Es war ein spannendes Spiel bis zur letzten Sekunde. Wir hoffen auch darauf am nächsten Mittwoch. Das war's für heute. Recht herzlichen Dank, Horst Bredemeier. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.